In diesem Video stelle ich das Telekom SpeedPort Smart 4 vor. Beim SpeedPort Smart 4 handelt es sich um einen leistungsstarken WLAN-Router, jetzt in der vierten Generation dieser Smart-Reihe. Aktuell gibt es das Gerät parallel zum SpeedPort Pro Plus und dieser Router ist im Juni 2021 erschienen. Von den technischen Parametern ist der Telekom-Router ähnlich leistungsstark wie die Premium-Modelle des Herstellers AVM, hier die Fritzbox um 7090 zum Beispiel, die Sie ebenfalls bei uns mit einem Neuvertrag bestellen können. Während die ersten drei Modelle der Smart-Reihe hier in diesem schlichten Weiß gehalten waren und hier mit diesen drei Buttons, ist das vierte SpeedPort Smart-Modell jetzt hier in elegantem Schwarz und zusätzlich ist hier vorne jetzt noch ein OLED-Display für die Statusanzeige vorhanden. Das Gerät unterstützt DSL und VDSL-Anschlüsse, in dem Fall auch mit Super Vectoring mit bis zu 250 Mbit pro Sekunde. Es kann hier ein Glasfasermodem extern angeschlossen werden. Damit werden auch Glasfaseranschlüsse mit bis zu 2000 Mbit pro Sekunde unterstützt. Hierbei handelt es sich um eine Telefonanlage, WLAN-Router, LAN-Router und Smart-Home-Zentrale für ein vernetztes Zuhause, alles in einem Gerät. Zum Lieferumfang gehört der Router und das passende Steckernetzteil. Ebenso dabei ist hier das DSL-Anschlusskabel für den IP-basierten Telekom-DSL-Anschluss mit 2,5 Meter Länge. Wir haben hier noch ein 1,5 Meter langes Netzwerkkabel, also LAN-Kabel, zum Beispiel zum Anschluss eines PCs oder eines Media-Receivers und die passende Kurzbedienungsanleitung. Es handelt sich um ein Standgerät, das heißt eine Wandmontage ist hier nicht vorgesehen und das Gehäuse besteht zu 90% aus Recycling-Kunststoff. Das SpeedPort Smart 4 der Telekom ist ein Dual-WLAN-Router, das heißt, es werden hier beide Funkfrequenzen 2,4 GHz und 5 GHz unterstützt. Auf dem 2,4 GHz Band sind bis zu 1200 Mbit pro Sekunde möglich und auf dem 5 GHz Band sind es bis zu 4800 Mbit pro Sekunde, also zusammengerechnet bis zu 6000 Mbit oder 6 Gigabit pro Sekunde. Das Gerät unterstützt auch MoMIMO, also Multi-User Multiple Input, Multiple Output, das heißt also mehrere Datenströme an ein Endgerät oder auch an mehrere User können gleichzeitig verarbeitet werden. Es können bis zu 100 WLAN-Verbindungen gemanagt werden, also WLAN-Endgeräte verbunden werden mit dem Router. Unterstützt Wi-Fi 6, also den neuesten Standard aktuell, ist gleichzeitig auch WLAN AX, ist aber auch abwärtskompatibel zu den älteren Standards, zum Beispiel WLAN AC oder N. Das SpeedPort Smart 4 unterstützt auch die Mesh-Technologie, das heißt das perfekte WLAN für zu Hause in allen Räumen. In dem Fall ist hier der Router die Mesh-Zentrale oder der Mesh-Master und bis zu 5 Mesh-Repeater zur Verstärkung des WLAN-Signals in den anderen Räumen können hier verbunden werden. Zum Beispiel das SpeedHome WLAN, aber auch der Vorgänger in Weiß, das SpeedHome Wi-Fi-Modul. Wenn Sie sich für das Fernsehen der Telekom entscheiden und diese Magenta TV-Box wählen, dann ist hier ebenfalls ein Mesh-Repeater integriert. Auch Ihre Gäste werden bestens mit WLAN versorgt, denn das SpeedPort Smart 4 unterstützt auch ein Gäste-WLAN, was also vollkommen getrennt von Ihren eigenen Daten ist. Das heißt, die Gäste kommen dann nicht auf Ihre anderen Netzwerkgeräte drauf, können aber das schnelle Internet der Telekom mitnutzen. An der Rückseite befinden sich die Anschlüsse. Ich habe hier auf der linken Seite die graue DSL-Buchse. Das heißt, hier kann ein DSL- oder VDSL-Anschluss mit auch mit Super Vectoring bis zu 250 Mbit verbunden werden mit dem mitgelieferten IP-Anschlusskabel. Sollten Sie einen Glasfaseranschluss nutzen, gibt es hier die blaue Buchse zur Verbindung mit dem Glasfasermodem. Diese unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gigabit pro Sekunde. Also auch ein Glasfaseranschluss mit zum Beispiel 2000 Mbit pro Sekunde würde hier möglich werden. Daneben habe ich 3x 1 Gigabit Netzwerkdosen in Gelb zum Anschluss zum Beispiel vom PC oder eines Magenta TV-Receivers oder anderer Netzwerkgeräte. Wenn Sie keinen Glasfaseranschluss nutzen, kann auch die blaue Buchse als vierte Netzwerkbuchse im eigenen Netzwerk konfiguriert werden. Daneben ist ein USB-Anschluss, zum Beispiel zum Anschluss einer Festplatte oder eines USB-Sticks zur gemeinsamen Nutzung im Netzwerk. Dann habe ich hier die Anschlussmöglichkeit des Steckernetzteils. Und hier oben ist eine THE-Buchse für ein vorhandenes analoges Telefon. Zusätzlich aber auch können deckt Schnurlostelefone bis zu 5 Stück verbunden werden. Wie eben schon erwähnt, können hier Schnurlostelefone verbunden werden. Die deckt-Basis integriert ist, unterstützt Cat IQ und HD Voice, also beste Sprachqualität.
Bis zu 5 Geräte können verbunden werden, zum Beispiel hier dieses Speedphone-Geräte der Telekom. Was nicht angeschlossen werden kann am SpeedPort Smart 4 sind ISDN-Endgeräte, weil hier kein ISDN-Port vorhanden ist. In dem Fall benötigen Sie zum Beispiel das SpeedPort Pro Plus. An der Vorderseite vom WLAN-Router gibt es hier drei Tasten. Die erste Taste ist die WLAN-Taste. Hier sieht man also, ob das WLAN eingeschaltet ist oder kann es einschalten und ausschalten. In der Mitte ist eine Status-LED, die den Status des Modems anzeigt, zum Beispiel eine grüne LED oder im Störungsfall auch gelb oder rot. Zusätzlich kann ich mit dieser Taste das darüberliegende Display einschalten und sehe dort verschiedene Menüfunktionen, die ich dann auch mit der Taste entsprechend durchblättern kann. Und auf der rechten Seite habe ich hier die Plus-Funktion. Das ist die WPS-Taste, um WLAN-Geräte schnell per WPS hinzuzufügen oder auch Deckschnurlos-Telefone anzumelden. Die Besonderheit des Smart 4 der Telekom ist hier auch das Display an der Vorderseite, welches mit der mittleren Taste für 60 Sekunden aktiviert wird. Ich sehe jetzt hier, WLAN ist aktiv, Internet ist aktiv, Telefon ist aktiv. Wenn ich nochmal drücke, wird mir hier der WLAN-Name angezeigt. Es wird ein QR-Code erzeugt, der hier angezeigt ist. Mit dem kann ich per Smartphone letztlich scannen und mich dann verbinden, um so die Internetverbindung einzurichten. Alternativ, wenn ich nochmal drücke, wird mir hier der WLAN-Schlüssel oder das WLAN-Passwort im Display gezeigt. Das heißt, wenn ich andere Netzwerkgeräte verbinden will, wo ich diesen Key brauche, dann geht das darüber. Wenn ich nochmal drücke, komme ich hier zum Punkt Gäste-WLAN, das ist jetzt aus. Und wenn ich die Plus-Taste einmal drücke, ist das Gäste-WLAN jetzt für 24 Stunden eingeschaltet. Wird mir hier der Name des Gäste-WLANs angezeigt. Und auch hier, wenn ich einmal nochmal die Plus-Taste drücke, sehe ich hier einen QR-Code für Gäste, die sich damit ganz einfach mit dem Gäste-WLAN verbinden können. Dann habe ich hier einen integrierten Speedtest im Modem, das heißt, ich kann die Geschwindigkeit meines Anschlusses direkt am Modem messen. Wenn ich nochmal drücke, sehe ich hier meine Festnetzrufnummer von meinem Telefonanschluss. Ich sehe hier die Firmware, die eingestellt oder aktuell installiert ist, dass eine Firewall zum Schutz der Daten und so weiter aktiv ist. Ein Kinderschutz ist hier nicht aktiviert, den könnte ich dann nochmal einrichten, wenn Kinder in meinem Haushalt sind. Und im letzten Punkt des Menüs sehe ich hier nochmal, dass die Feineinstellungen und das Speedport.ip vorgenommen werden können und auch hier ein QR-Code zum Abspringen in das entsprechende Menü oder auf die entsprechende Webseite. Und hier einmal zu zeigen, wie einfach das Verbinden mit dem WLAN ist. Ich habe jetzt hier den WLAN-QR-Code angezeigt, gehe jetzt mit meinem, in dem Fall iPhone, hier einmal drüber. Und jetzt hat er hier den QR-Code verbunden. Möchten Sie mit den Magenta WLAN sich verbinden? Ja, möchte ich. Und damit ist die Einrichtung bereits erfolgt. Im Smart 4 ist auch eine Smart Home Basis integriert zur Steuerung von Komponenten verschiedener Hersteller, zum Beispiel Bewegungsmelder, Heizungsthermostate, Rauchmelder, Fensterkontakte, Zwischenstecker zur Steuerung von sonstigen Elektrogeräten. All das lässt sich dann hier über das Smart Home von unterwegs steuern oder überwachen. Zum Beispiel auch Videokameras gibt es für mehr Sicherheit. Dann vom Funkstandard her ist es so, dass in dieser Basis ein DECT-ULE unterstützt wird und IP. Mit einem zusätzlichen USB-Stick wird aber auch der Zigbee oder der Homematic-IP-Standard unterstützt. Letztlich eine Möglichkeit für mehr Sicherheit und Komfort für zu Hause. Dank seiner Leistungsfähigkeit unterstützt der WLAN-Router auch Magenta TV, das digitale Fernsehen der Telekom, zum Beispiel in Verbindung mit dem Mediareceiver 401 in UAD 4K-Qualität. Dieser müsste per Netzwerkkabel verbunden werden oder in Verbindung mit der Magenta TV-Box. Diese kann auch kabellos per WLAN mit dem Router verbunden werden und unterstützt ebenfalls 4K und UAD-Auflösung. Letztlich in der Kombination Speedport-Router plus Magenta TV-Box oder Mediareceiver können Sie verschiedene Funktionen nutzen, wie zeitversetztes Fernsehen, Video on Demand, eigene Videoaufnahmen von unterwegs programmieren und vieles mehr. Das Gerät können Sie kaufen oder alternativ auch günstig als Endgeräte-Service-Paket bei der Telekom mieten. Da ist dann letztlich auch ein Rundum-Service mit dabei. In Verbindung mit einem Neuvertrag oder Tarifwechsel beraten wir Sie gerne auch auf unserer Webseite oder an unserer Hotline zu den verschiedenen Tarifen und prüfen gerne für Sie, welche Internetgeschwindigkeit an Ihrer Anschrift verfügbar ist.